ich nicht mitmachen muss, also solange ich nicht dazu gezwungen werde, finde ich, soll das jeder einfach machen, wie er möchte. Ja, jetzt sind wir auf. Das finde ich auch. Also wenn jemand 80 Jahre gelebt hat und man ihn unter Druck setzt, die Sprache so zu ändern, das fände ich dann ein bisschen unfair. Ich glaube, das tut keiner. Ja, es gibt schon, denke ich, radikale Menschen in der Richtung. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Manchmal ist Radikalität ja auch gar nicht mal so schlecht, muss man dazu sagen. Aber reden wir über Seichtes, reden wir beispielsweise über deinen großen Erfolg als Tatortkommissar, der im Mai fortgesetzt wird bei